Hallo, herzlich willkommen zurück zu Pathfinder. Wir haben das Rätsel im Heiligen Tempel, nee, Heilige Lande hieß das Ding. Ach Gott, dann muss ich am besten den Titel nochmal umschreiben. Heiligen Tempel habe ich ihn geschrieben. In den Heiligen Landen gelöst. Es war ein bisschen, aber naja, es hat ein bisschen gedauert für mich, für euch. Ihr habt ja eine eineminütige Zusammenfassung ja bekommen. Und jetzt wird es Zeit, wir sind auch echt zerstört hier. Wir haben hier so einen ganz komischen Debuff. Oh, der ist hier nicht mehr. Ah, den hatte ich nur, als ich noch da drin war. Ich bin jetzt gerade hier rausgesprungen, schon mal auf die Karte. Da drin gab es noch so einen komischen Debuff, der hieß irgendwie Rissnähe oder so. Der dafür sorgt, dass man nicht teleportieren kann. Gut, können wir sowieso nicht. Macht nichts. Hier ist eine Achterarmee. Wir werden jetzt erstmal die Armeen ziehen. Denn es wird Zeit, dass wir ein bisschen was tun. Was ist denn da für eine Achterarmee da? Oh Gott, die ist aber weit weg, da kommen wir gar nicht an. Was ist eigentlich hier noch? Da müssen wir auch noch hin. Da kriegen wir das hin mit 50 Dingern. Und vor allen Dingen, was ist das für eine Armee? Hier gibt es den Stein der Geisterpfade. Was ist das denn? Wissen wir nicht. Uha, das sind aber Zahlen. Okay, 27 Nimrods. Ja, Mahlzeit, ey. Okay, was seid ihr? Kultisten? Gut, die kriegen wir irgendwie mit Feuerbällen kaputt. Was sind das? Riesenspinnen. Oh, hauha. Okay. Ja. Die schmeißen mit Spinnennetzen um sich. Ah, ne, sind immun gegen Spinnennetze. Und nochmal, also 870... Kultisten, 500 Spinnen und 27 Nimrods. Tja, aber nutzt ja nichts, ne? Die anderen sind ja alle noch viel weiter weg. Ja, komm, wir marschieren da mal hin. Häuptling Ageboja, du hast jetzt das Vergnügen. Ja, du kommst ja wahrscheinlich sogar an. Los geht's! Dürfen wir gar nicht lange, wirklich nicht lange rummachen, ey. Trifft er die Spinne? Nein, trifft er nicht. Wir müssen das so machen. Los geht's! Gut. Der muss als allererster weg. Sehr schön. Na? Gut. Wer bist du denn nochmal hier? Ach, du bist so ein Axtwerfer, ne? Schmeiß mal auf die Spinnen. Gar nicht schlecht. Oh, ihr schmeißt zurück. Und ihr seid die Duellisten. Na, dann kommt mal her. 15 Stück. Nicht viel. Na ja, gut. Und ihr... Ach, ihr kommt ja so gut vorwärts, ne? Gut. Ihr geht auch erstmal hier hin. Gut. Na, Riposte? Nix, Riposte. Okay. Dann helft ihr mal hier. Nee, hier, ihr macht hier die Spinnen. Viel wichtiger. Komm, schieß. Ja. Wäre schön, wenn du das jetzt hier auf dich nimmst. Bau mal ein Schildwall. Und ich hoffe, du kriegst die irgendwie gespottet. Das ist nicht gut. Ja, ganz ehrlich, die müssen weg. Wir machen unsere Nahkämpfer hier kaputt. Kümmert sich weiter um die da. Bitte nochmal.
Ja. Also dafür, dass ihr nur 7 Stück seid, macht ihr richtig Schaden, kann ich nicht anders sagen, ne? Du spottest weiter hier. Du springst mal kurz von hinten da rein. Ja, ja. Gut, du kämpfst mit denen, das ist gut. 23. Wäre schön, wenn du die jetzt beendest, da. Gut. Dann schießt du jetzt wieder dahin. Ja, das ist nicht gut, da müssen wir jetzt weg. Das war ganz schnell. Das nochmal. Nein, wir halten uns raus, wir gehen weg. Wir haben nur noch ganz wenig. Wir schießen. Gut. Du machst hier weiter. Ich möchte mir nochmal eine Heilung auf die sprechen hier. Wie viel sind wir drüber? Ja. Nein, wir halten jetzt ein bisschen Stellung. Ich möchte nochmal heilen, wie gesagt. So. Wo ist die Heilung? Hä? Das war Heilung, ne? Hier kriegen wir alle wieder. Sind bis 22. Ja, mach die mal bitte. So, gut. Und jetzt können wir auch schießen. Und dann dürfte das Ganze jetzt auch zu Ende gehen. So. Und wir kriegen alle wieder. Fein. Ja. Geht. Also, die machen gut Schaden. Nur mit 11 können wir natürlich nicht viel anfangen. Wir müssen mehr davon haben. Ich hoffe, wir kriegen auch noch ein paar. Und dann haben wir diesen gefundenen Schatz, diesen, ja, was ist denn das? Wie hieß das noch? Den Stein der Geisterpfade gefunden. Okay. Die Kreuzfahrer kamen genau in jenem Moment über die Kultisten, als diese ein dämonisches Ritual vollzogen. Die dämonischen Nimrods, grauenhafte mechanische Spinnen, die einst die Feinde der Dämonen gejagt und getötet hatten, waren durch ein Tor zum Abyss, das die Dämonen geöffnet hatten, nach Golarium gekommen. Glücklicherweise wurde das Ritual auf seinen Höhepunkt unterbrochen. Die Soldaten fanden eine magische Reliquie, die dem Anführer der Kultisten gehört hatte. Und zwar den Stein der Geisterpfade. Der Dieb Lafar war ein wahrer Verehrer von Norgoba. Da sein Handwerk für ihn die heiligste aller Künste war, schnitt er nie den Beutel eines sorglosen Passanten ab und verzichtete auf so manches Kleinod, egal wie verlockend es auch sein mochte. Lafar setzte sich ausschließlich unmögliche Ziele und Norgoba half ihm, sie zu erreichen. Als er schließlich zu der Überzeugung kam, dass kein Schatz der Welt seiner würdig war, beschloss er, seinen Gott zu bestehlen. Dies tat er allerdings nicht aus Gier, sondern vielmehr, um sein Geschick zu beweisen. Und so war es das Glück, und so war das Glück auf seiner Seite. Nachdem er eine Reliquie, den Stein der Geisterpfade, aus Norgobas Bleibe gestohlen hatte, ergriff Lafar mit wehenden Umhang und funkelnden Dolchen im Rücken die Flucht. Aber egal wie weit der gewitzte Dieb nach Norden floh, seine Häscher blieben ihm auf den Fersen und Lafar musste sich eingestehen, dass er verloren war. Er warf den Stein auf einen Schutthaufen und nahm sein Schicksal mit einem zufriedenen Lächeln an. Da Norgobas Diener die gestohlene Reliquie nie fanden, war Lafars Trick letztendlich von Erfolg gekrönt. Der Legende nach fiel der Stein der geisterhaften Bahnen viele Jahrhunderte später in die Hände eines in besagter Gegend lebenden Schamanen. Letzterer war seinem spirituellen Instinkt folgend auf den unscheinbaren Stein gestoßen. Aber war es wirklich sein spiritueller Instinkt oder hatte der Geist des Diebes, der einst seinen Gott bestohlen hatte, endlich beschlossen, das Versteck der vergessenen Reliquie preiszugeben? Man weiß es nicht. Aber wir werden das untersuchen. So, ja. Also wollen wir hier noch weiter rennen? Ne, ich möchte erstmal was in diese Richtung wieder zurück. Da unten sind noch genug.
So, Setsuna Scheu, du hast da oben auch eine Sackgasse erreicht, würde ich sagen. Du bist allerdings Stufe 5, ne? Gibt es hier irgendwas, was du noch machen könntest? Du könntest dich mit dem da anlegen. Vielleicht, oh mein Gott, das sind ja viele. Vielleicht bist du dann irgendwann, bist du da unten, bist auch mindestens 6 oder 7. Du kommst mal mit. Aber etwas langsamer, damit wir dich noch zwischendurch ein bisschen leveln. Da bleibst du erstmal stehen. Das ist schon gefährlich genug, würde ich sagen. So. Und nun zu euch. Ihr lauft erstmal los. Wir müssen unbedingt nach Hause, wir sind immer noch blind. Ja, dann lass uns mal hier ausruhen. Monsterkasserole. Gibt's was Besseres? Wahrscheinlich nicht. Können eigentlich gar nichts mehr machen. Spinnennetz, Grube erschaffen, Monster herbeizaubern. Jupp. Dann lassen wir das. Monsterkasserole. Wir könnten mal was gebrauchen, was uns ein bisschen länger laufen lässt. Oh, da haben wir direkt den richtigen. Warte mal, Käse, Käsekreuzung. Ja, um 6 Stunden. Wir können 6 Stunden länger laufen. Das ist gut. Genau das wollen wir. Ansonsten, wie sieht das hier aus? 100%. 100. Muss reichen. Ihr macht eh nichts. Los geht's. Sieh mal einer an. Ich habe wieder einen Tag überlebt, ohne getötet oder gefressen zu werden und ohne noch beschissener auszusehen als gestern. Gar nicht übel für einen Mischling. Heiß. Jo, geschwächt, dies, das. Alles gut. Weiter geht's. Ach, ganz nebenbei, das hier geben wir mal. Bist du Häuptling Ayeboja? Ja, bist du. So. Können wir teleportieren? Können wir nicht. Weiß gar nicht, wie das geht. Aber ich glaube, es hat was mit diesen Dingern hier zu tun. Da waren wir nämlich noch nie. Vielleicht kann man da Teleporterpunkte einrichten oder sowas. Komm, müssen wir da eh vorbei? Machen wir mal. Komm, wir marschieren mal dahin. Was war das wieder? Mein Gott. Ja, aber kann man jetzt da rein? Irgendwie nicht. Kann man da sowas machen? Auch nicht. Weiß nicht, wie das geht. Okay. So, wer von euch ist da gerade gelaufen? Ich glaube, du warst das, ne? So, Häuptling Algeboje hat jetzt wieder ein bisschen mehr Resistenzen. 10 ist ein bisschen zu heftig, das wollen wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Der Achter hier, das sind alles Insekten und ja, das würden wir schaffen. Die könnten wir auch hinkriegen. Lass mal hier lang, lass mal da lang. Hier kann man nur so ein. Bringt nichts. Okay, dann müssen wir. Was ist hier eigentlich? Ach so, ja. Ja, dann müssen wir auch den Weg hier oben lang gehen. Das nutzt nichts. Und zwar nicht hier, sondern da. Ja. Und dann war's das. Jetzt zu einer Scheu. Kann man eigentlich hier noch was machen? Bärführer, die brauchen wir alle nicht. Ja, nee, dann bleibt der Zuna Scheu erstmal zurück, weil ich möchte nicht, dass du vorgehst. So einfach ist das. Zack. So, ja, das war ein Reinfall hier. Du warst noch nie an diesem Ort, aber ich komme da irgendwie auch nicht hin. Dann wollen wir. Wo ist denn Dretzen überhaupt? Ach, da, genau. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Das war ein blöder Umweg, aber. Ja, wir müssen sowieso, wir müssen ja Wally abholen. Das geht ja nicht anders. So. Schon wieder? Okay. Jupp, jupp, jupp.
Either you have not even considered what will happen if your notes fall into the enemy's hands, or you have considered it because you are a spy. I'm not spying for anyone. It would distract me from my scholarly observation of Crusader behavior. Tja, ja, also, Rachel, also, dass sie kein Spion ist, das müsste mittlerweile jedem klar sein. Dafür ist sie viel zu konfus und abgelenkt und nicht bei der Sache. Gehen wir oben lang, gehen wir, naja, wir müssen hier irgendwie so zack, zack, hier lang. Laufen wir erstmal bis da, so. Wir müssen diese Blindheit auch loswerden. Wow, das war aber mal ein langer Sprung, den du da gemacht hast, Kollege. Ja, ich fürchte, wir müssen wieder nach Hause. Die kommen ja schon gleich hier an bei uns. Setsuna Scheu, du gehst wieder nach Hause. Du gehst jetzt hier. Kann ich da lang? Geht das auch irgendwie? Ja, das geht sogar irgendwie. Warte mal auf. Geht's da lang? Da lang. Marschier mal da den Weg hin. Dann musst du hier ein bisschen. Du bleibst am besten hier oben und wehrst ab, verteidigst die Stadt. Du kannst tatsächlich hierhin marschieren. Aber wie kommst du da hin? Komm mal erstmal hier hin. Ja. Wir gucken mal, wo wir da landen, wenn wir hier lang laufen. Alles klar. Jetzt können wir runter. Wir können hoch. Runter wären wir lieber. Da geht wieder was Neues auf. Ja, sag mal. Ist mir eigentlich egal, welche. Ja, die oben wären mir am unliebsten, aber egal. Hier ist die Elfenbeinzuflucht. Alles klar. Ach komm, wir machen's. Wahrscheinlich sind die feuerresistent. Nein, sind sie nicht. Oh, Glück gehabt. Dann knall du mal den da ab. Erstmal ihn. Einer weniger, so. Nicht schlecht. Was? Zweimal? Achso, die schießen beide, klar. Ja. Ihr kommt langsam vor, bitte. Ihr kommt noch langsamer vor. Du schmeißt auf den da. Gut. Nicht gut. Obwohl geht so. Mach ich mal ein bisschen Dampf hier. 11 gegen 11 ist schon besser. Naja, geht so. Jo. Finde ich gut. Sehr gut. Du machst hier Stunk. Das ist gut. Du kommst mal hier hin. Beendest das. So. Jetzt kannst du nochmal von hinten hier angreifen. Du schmeißt. Kollege ist dran. Alles klar. Aber immerhin darf er nochmal. Also Motivation ist kein Problem bei euch hier. Ey, dass du mal einen umbringst. Wow, okay. Ja, sehr schön. Haben wir die?
Krankenhaus war noch nicht voll. Der stinkende, blutverschmierte Bau der Ödland-Drakas ist angefüllt mit Knochen und Schätzen. Letztere hatten für die Monster keinen Wert, aber sie konnten dennoch ihre Gier nicht unterdrücken. 5000 Geldmittelpunkte nehmen wir gerne. So, der Weg zur Elfenbeinzuflucht ist somit frei. Und das provisorische Labor auch, was immer das auch ist. Wir wandern hier lang. Ne, da können wir nicht. Geschäfte machen wir, wenn wir soweit sind. Wir gehen weiter zurück hierhin. Und ich denke, jetzt kommen wir auch an. Ungerechtigkeit weiterhin verurteilen. Okay. Tun wir. Oh, was ist hier los? War das schon vorher? Wir betreten das Ganze. Ja, was immer noch. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier suchen soll. Wir gehen erst einmal in die Zitadelle. Dann werden wir erstmal gucken, was da oben los ist. Ob irgendwer mit uns reden möchte. Dann müssen wir mal ein bisschen was verkaufen. Das geht schon los hier. Wer seid ihr denn? Lellan. Ein Offizier steht vor dir stramm. Neben ihm steht ein Gefreiter in Ketten. Der Gefreite beugt sich vor Schmerz nach vorne und scheint geschlagen worden zu sein. Sein Gesicht ist voller Blutergüsse und Kratzer. Der Offizier salutiert. Offizier Lellan, Kommandantin, bitte um Erlaubnis, Bericht zu erstatten. Letzte Nacht hat der Gefreite Gorvo den Regimentskommandanten Offizier Damar angegriffen und getötet. Wir hätten das sofort erledigt, wie wir es auf dem Vormarsch immer so zu tun pflegen, aber Gorvo bestand auf eurem Urteil und als neuer befehlshabender Offizier des Regiments konnte ich ihm das nicht verwehren. Aha. Gorvo, der Gefreite, versucht ungeschickt mit seinen angeketteten Händen zu salutieren. Heil, Kommandantin! Gefreiter Gorvo zur Berichterstattung zwecks Wiederherstellung der Gerechtigkeit! Aha. Weshalb verlangt ihr mein Urteil, Gefreiter? Weil ihr dafür bekannt seid, gerecht zu sein. Bei euch zeigen Schurken ihr wahres Gewicht. Gewicht? Gesicht, weil es wahrscheinlich. Ja. Als würdet ihr sie direkt durchschauen. Und ihr seid meine Kommandantin. Mein Leben gehört euch, nicht diesen Aasgeiern. Ich bin ein Mörder, aber nicht freiwillig. Als Damar sagte, ich hätte beim Üben seine Rüstung beschmutzt und müsste dafür bestraft werden, da wurde mir klar, dass ich es nicht länger ertragen konnte und mich außer mir selbst niemand retten würde. Die Kommandantin wird keine Zeit für eine Beschwerde von meinen geringen Fußsoldaten haben, so dachte ich. Und dann zog ich mein Messer. Gorvo grinst verbittert. Ich hatte recht. Um einen Mörder zu sehen, habt ihr euch Zeit genommen. Ihr seid hergekommen, nicht wahr? Und seid hergekommen, nicht wahr? Also er wollte uns unbedingt sehen und er brauchte einen Grund. Und deswegen hat er jetzt... Deswegen hat er jemanden umgebracht, nur damit er weiß, dass wir uns persönlich... zeigen. Warum habt ihr den Offizier angegriffen, Gorvo? Lellan antwortet rasch, bevor Gorvo noch Gelegenheit hat, auch nur den Mund zu öffnen. Er und Damar hatten Streit wegen einer Frau, Kommandantin. Das wissen alle. Ihr könnt jeden fragen. Gorvo ballt die Fäuste und seine Ketten rasseln lautstark. Das ist eine Lüge! Ich habe ihn getötet, weil jemand es tun musste. Es musste aufhören. Jemand musste ihn töten? Warum sagt ihr das? Das ist Unsinn, Kommandantin. Ich kannte Damar. Er war ein loyaler Krieger, ein fähiger Kämpfer und ein strenger Offizier. Es stimmt, dass ihn nicht alle mochten. Die Schwächlinge und Faulpelze des Regiments hassten seine Methoden, aber ich denke nicht, dass sie so weit gehen würden, ihn zu ermorden. Gut, er hatte einen Hang zu Frauen, aber diese Frau hatte eine Wahl getroffen. Gorvo hätte einfach nur... Damar hat uns schikaniert,
in Wort und Tat. Ein strenger Offizier? Warum erwähnt er nicht, dass er seinen Kameraden bis zum Hals eingraben ließ und uns verbot, die Krähen zu verscheuchen? Und in Kinabris ließ er seine Soldaten an einem heißen Tag in eine Stange am Stall festbinden. Jeder, der ihm Wasser brachte und die Bremsen verjagte, wurde in denselben Stall geschleift und ausgepeitscht. Und meint ihr, er hätte auf unseren Rücken geschlagen? Nein, immer auf die Fersen. Und andere Stellen, wo es besonders weh tut. Und wisst ihr, Lellen, wie es sich anfühlt, wenn ihr einen Sack über den Kopf habt und jemand gießt? Schweigt, Gefreiter. Okay, also der hat die Leute gefoltert. Und ihr sprach von einer Frau. Was verbirgt sich dahinter? Eine Bogenschützin von der Sorte, die sich dem Kreuzzug nicht wegen des Ruhms anschließt, sondern weil sie einen reichen Grafen zur Heirat sucht. Ich erinnere mich nicht an ihren Namen. Damar war kein Graf, aber seine Familie ist alt, wohlhabend und angesehen. Natürlich wählte sie ihn, obgleich sie sich nach allem, was passiert ist, wahrscheinlich irgendwo versteckt. Ihr seid ein verlogener Hund. Ihr wisst, dass Relia in Kinabris geblieben ist. Was fällt euch als nächstes ein, dass sie auf einem Silberdrachen nach Dresden geflogen ist, um mich abzuservieren? Zwischen uns war nichts. Ich brauche keine Schlampe, die sich mit jemandem wie Dalmar abgibt. Ja. Ganz ehrlich, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Ich muss alle Umstände genau kennen. Meine Berater werden sich darum kümmern, sobald sie Zeit haben. Und Gorvo wird bis dahin im Gefängnis auf seinen Prozess warten. Lennon und Gorvo verbeugen sich, aber Lennon ist offensichtlich verwirrt. Ich weiß, man kann vor euch nichts verheimlichen, Kommandantin. Aber nun ja, der Ausgang dieser Untersuchung könnte Konsequenzen nach sich ziehen. Streit um eine Frau ist eine gute Antwort auf alle Fragen, glaubt mir das. Ach was. Ist das so? Kommandantin, wir haben unerwartet Verstärkung erhalten. Diesmal allerdings nicht von der Königin. Es sind Freiwillige. Die Neuankömmlinge sind Waldläufer. Sie sagen, sie gehören derselben Familie an und sind allesamt Halbelfen wie ihr. Sie wollen sich eurer Armee anschließen und unter dem Kommando einer Halbelfenkameraden kämpfen. Grundsätzlich sage ich ja. Ich hoffe, da kriegen wir noch mehr Waldläufer. Ja! Und wenn wir Nein sagen würden, was würde dann passieren? Ja, nee, wir sagen definitiv ja. Ich nehme gerne Hilfe meines Volkes an. Wie ihr befehlt, Kommandantin. Die Rekruten stehen in Kürze zur Verfügung. Noch was? Habt ihr irgendwas zu berichten? Die verbrecherische Aura lassen wir jetzt mal sein. Oder muss ich das machen, um diesen Aeon-Quest hier zu Ende zu kriegen? Muss ich jetzt jeden auf seine verbrecherische Aura ansprechen? Naja, dann nicht heute. Was mit dir? Nein. Ihre Beth? Die Adlerwacht? Nee, interessiert mich gerade auch nicht. Und wer bist du? Hast du was zu erzählen? Was haltet ihr von meinen Urteilen? Oh Gott, jetzt muss ich meine Stimme wieder so. Muss ich erstmal einen Schluck trinken. Was haltet ihr von meinen Urteilen? Eure Urteile sind überaus durchdacht und unvoreingenommen, Kommandantin. Aber wenn ihr meine ehrliche Meinung hören wollt, ihr seid bisweilen zu unflexibel. In vielen Situationen könnten wir alle profitieren, ohne den Wortlaut des Gesetzes zu verletzen. Ich bin natürlich bereit, Vorschläge beizusteuern, falls ihr bereit seid zuzuhören. Ich will damit nicht sagen, dass eure Urteile falsch sind, ganz und gar nicht. Aber eure Untertanen, will sagen, eure Soldaten haben Schwächen und Unzulänglichkeiten. Ein weiser Herrscher sollte etwas Nachsicht zeigen. Naja, also,
Ich habe noch nicht so viele Urteile gesprochen und die, die ich gesprochen habe, die gingen ja wohl nicht anders, oder? Okay, ja. Habe ich irgendwas? Gefreiter Gorvo. Manchmal scheinen die Leute noch chaotischer zu sein als alle Dämonen immer bis zusammen. Sobald die Bedrohung von außen auch nur minimal nachlässt, gehen sie sofort aufeinander los. Bruder gegen Bruder, Soldat gegen Offiziere. Dennoch sollte man nicht davon ausgehen, dass ein derartiges Verhalten grundlos auftritt. Es gibt immer Gründe, doch manchmal sind sie so tief verborgen, dass niemand sich die Mühe macht, nach der Wahrheit zu graben. Ein Streit um eine Frau hat zu einem Todesfall geführt. Diese banale Geschichte erzählen sich alle Soldaten in Dretzen. Nur eine Stimme sagt was anderes, die des Angeklagten. Gefreiter Gorvo bittet nicht um Vergebung, sondern nur um eine faire Untersuchung. Die soll er kriegen. Mein Gott, ist hier so viel los hier. Was ist denn zurück zu den Wurzeln? Es läuft alles, ne? Ach, die Mischlinge, die haben wir auch noch hier, genau. Ja. Wir gucken mal, ob der Spiegel was zu sagen hat. Aber ich glaube nicht. Wir haben ja eigentlich keine Aeon-Sachen gemacht. Nö. Wo wir schon mal hier sind, gucken wir mal kurz hier rein. Ne, ist das falsche Buch. Das Richtige haben wir in der Tasche. Alles klar. Pass auf. Dann sind wir hier oben jetzt erstmal fertig. Gehen jetzt hier wieder raus. Was liegt denn da? Da war da was. Hä? Hab's gerade noch gesehen. Wir gehen auf die Straße. Verkaufen erstmal ein bisschen Krams. Wir haben so viel Zeugs mitgebracht. Aus dieser futuristischen Ecke, wo wir da waren. Achso, warte mal. Wir gehen wohin? Du, nein, du, geh hier mal zu ihm. Geh mal zu ihm hier, komm. Halt mal kurz, wer seid ihr? Achso, das ist Voljev, ja. Ja. Wo war jetzt der Händler? Ist eigentlich egal, welchen Händler wir nehmen. Kommen wir jetzt zum Schmied. Erstmal das ganze Zeug hier. Was haben wir hier? Der schlüpfrige Schwung. Ja, nö. Weg damit. Der zwergische Urgosch, den behalten wir mal. Wir müssen ja den nächsten Zwerg mitbringen, mitnehmen. Mal sehen, ob der sowas gebrauchen kann. Das kann auf jeden Fall weg. Das auch. Weg. Nö. Zack, zack, zack. Ein Tongi. Kann kein Mensch was mit anfangen. Gucken wir mal, wer die ausrüsten kann. Weg damit, weg damit. Tja, das Ding, ne? Keine Ahnung. Vielleicht geben wir das mal Sela. Vielleicht geben wir das Sela. Was haben wir da an Rüstung dabei? Das, das, das. Ritterrüstung plus 1. Mal ganz kurz gucken, was hast du eigentlich für eine an? Adamant, Ritterrüstung plus 2. Jo. Was hast du für ein Schild? Der göttliche Beschützer. Jo, da ist mir gerade OBS abgeschmiert, warum auch immer. Weiter geht's. Das ist Bogenschützenkrams. Hat er schon, ne? Dementsprechend können wir das auch verkaufen. Weg damit. Ne, nicht hier. Was war das? Komm, weg damit. Weg. Weg, weg. Mächtige Fäuste. Na, das wiegt alles nichts. Das können wir behalten. Ring des... wankend können wir gar nicht gebrauchen für Wolli. Gebetsrollen brauche auch nicht.
Und der komische Helm hier, der bringt nichts. So, weg damit. Zack. So. Als nächstes suchen wir mal. Ich glaube, er hat sowas wie Schriftrollen. Wir brauchen nämlich irgendwas gegen Blindheit. Na, wo ist er? Du bist das. Hast du was gegen Blindheit? Hast du überhaupt? Du hast gar keine Schriftrollen. Du hast gar keine Schriftrollen. Wer hat denn hier Schriftrollen? Wer hat denn Schriftrollen? Der Arkane Weber nicht. Exotische Waffen. Wilker? Der, nee, der hat auch keine Schriftrollen. Gott, ey, wer hat denn Schriftrollen? Ich weiß es nicht mehr. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich dachte, er hätte welche gehabt, tatsächlich. Aber er hat nur so... Ja, Ringe und so ein Krams. Hallo? So. Und du hast aber auch nur so Tücher, ne? Ist auch keine Schriftrollen, oder? Doch, er hat Schriftrollen, alles klar. So, irgendwas mit Blindheit. Kurieren wäre schön. Hat er nicht. Hat er auch alles nicht heil? Er hat keine Heilung. Das ist schlimm. Das ist ja richtig doof. Das ist ja richtig doof. Wie krieg ich euch denn jetzt hier geheilt? Gibt es irgendwas, was dem ähnlich ist? Nee. Nee. Nix davon. Wirklich gar nichts. Wie kriege ich denn die Blindheit weg? Wenn ich keine Blindheit heilen kann. Boah. Mit dem Zauber Blindheit kurieren, ja. Aber den haben wir nicht. Das Scheiße. Fluch brechen. Das ist kein Fluch. Das ist kein Fluch. Was haben wir hier noch? Drachen, Drachen, Drachen. Kieschrei. Perlen. Kette des Lichts. Pff. Moment mal, das ist alles Arkan hier, ne? Das wird das sein. Ich muss zu einem, ich gehe jetzt nochmal, bin ich eh bald durch, jetzt gucke ich mir den Rest auch nochmal an hier. Ich muss zu einem Priester. Ja, ja, ja. Ich muss zu einem Kleriker. Ha, du bist Klerikerin. Verkaufst du auch was? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Da ist immer noch dieser Riss.
Sieht doch echt gar nichts hier, ne? So. Wo war sie? Wie heißt sie? Bauer, nein, du, ne? Komm, verkaufst du was? Habt ihr von meiner Wunde gehört? Nein. Ich könnte die Hilfe einer Klerikerin gebrauchen. Ja. So, pass auf. Blindheit. Blindheit kurieren, siehst du wohl. Ja, dann holen wir direkt mal. Oh, direkt 10 Stück von. So. Nice. So. Und dann heilen wir mal unsere Burschis, ne? Einmal dich. War doch so, ne? Du hast doch auf jeden Fall auch. Ja, hast du. Gut. Ja. Ich weiß, das zieht sich jetzt ein bisschen, aber das gehört irgendwie auch dazu, ne? Und ihr wollt ja bestimmt die volle Experience, ne? Dann müsst ihr das ja auch mitmachen. So, pass auf. Blindheit kurieren. Wir gehen mal nach vom Neuesten. So. Warte mal, kann sie das nicht selber machen? Wenn ich dir das jetzt hier gebe, schwupp, und sage, benutzt das. Hat das geklappt, ne? Jo, hat geklappt. Gut. Dann gehen wir zu... Ja, warte mal, dann kann ich das ja bei jedem so machen. Dann brauche ich ja gar nicht hinrennen. Dann kann ich das ja jetzt auch bei dir machen. Du gibst dir sowas auch. Kannst das auch? Kannst du. Wunderbar. Und du... Schwupp. Benutzen. Zack. Ah, das ist ja schön. So, du bist irgendwie davon gekommen. Was mit dem Dino? Der hat nix. Noch irgendwer blind? Nö. Ja, toll. Du hast noch so einen Stufenabzugsscheiß hier. Den können wir eigentlich auch mal machen. Haben wir noch hier eine Genesung? Teilweise...